Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von den Foskos. Ja, weiter geht's mit Navin und wir sind gespannt, wie das letzte Date verläuft. Deswegen einfach mal start. Ja, ich habe ihn angeheißen, dass er dich in Urlaubszeit nehmen soll, damit er nicht zur Arbeit geht. Und warte, nimm uns mal mit. Wir haben auch eine Nachricht gekriegt. Leben steht in Gefahr. Ja, die zwei habe ich heiraten lassen. Genau. Dann haben wir Schwangerschaftsbeginn von Mana. Emma White kenne ich nicht. Kenne ich auch nicht. Junker? Ilona Madison. Ilona sagt uns ja auch noch, glaubt noch was. Und wir haben einen Schwangerschaftsbeginn von der lieben Kerstin. Ja. Ja, da tut sich einiges hier. Unglaublich. So, was hat sie? Levelfähigkeit. Fitnessfähigkeit Level 2. Oh mein Gott. Und er spielt jetzt mit ihr hier Tischtennis. Na wunderbar, perfekt. Das ist doch mal schön. Aber vielleicht mal noch kurz das wegsetzen. Nee, war in letzter Zeit erfolgreich und möchte das. Dass so bleibt, auch wenn dies bedeutet, dass sie eine Überfliegerin ist. Veränderung annehmen? Ja, dann macht es halt. Nicht jetzt? Wieso macht denn der das immer von alleine, dass der hier weggeht? Okay. Jetzt hat sie gerade hier irgendwie... Oh, ich habe gar nicht geguckt, wer hat denn jetzt gewonnen? Sie ist die Gewinnerin. Okay. Ja, also, ihr müsst jetzt zusammen mal reisen. Es ist Frühstück und ich würde sagen, wir gehen in ein Café zum Frühstücken. Ja, das machen wir so. Mal kurz so ein Bild. Und den zweien hätte ich schon noch gern. So, und dann schaue ich jetzt erstmal, was er machen will. So. Ah, er will mit ihr reden. Sehr schön. Okay, nee, wir machen jetzt kein Yoga. Ich weiß, du machst gern Yoga, aber jetzt nicht. Wir reisen. Oh, wir sind hier in einem Café in Windenburg im Pink Pony. Und ja, wir werden uns doch gleich mal einen Kaffee bestellen. Ein Kaffee Latte und du bestellst mal einen Cappuccino. So. Und Hunger hat sie auch. Dann kann ich gleich noch Essen bestellen zum hier essen. So. Hast du Hunger? Nee, du noch nicht. Okay. Ja, hallo Eileen. Was machst denn du hier? Ja, sie läuft auch hier in der Welt rum. Sie geht schon wieder. Ich glaube, die wollte sich noch vor der Arbeit hier was holen. Hast du jetzt keinen Kaffee genommen? Hallo? Okay, dann halt nicht. Oh, die Pflanze ist auch hier voll riesig, oder? Mein Bild. So, wir quatschen jetzt mit ihr. Wir machen jetzt mal von Ideen erzählen. Erstmal so ein bisschen Smalltalk, wie bei den anderen auch. Und den Tag verschönern. Echt jetzt? Anna? Warum setzt du dich zu uns an den Tisch? Hallo, wir wollten doch jetzt einfach... Harvin,
Von Herzen kommendes Kompliment machen. Also hier tummelt sich echt alles. Und dann probieren wir mal. Nee, das geht noch gar nicht. Ja, Heidebitz, jetzt das. Zusammensitzen. Dann geht mal an den Tisch hier hin, wo nur zwei sitzen können. Ja, gibt's doch gar nicht. Das wird doch jetzt hier gehen. Lieber Navin, setz dich jetzt hin. Nochmal. Tag verschönern. Dann mach mal eine tiefgründige. Was geht denn jetzt? So. Jetzt geht's. Oh, Pimpini. Yes. Ach, mein Kompliment. Oh, jetzt muss er aufs Klo. Ich drehe noch durch. Das klappt ja sonst nie, wenn sich da jetzt wieder jemand anderes hinsetzt. Echt jetzt? Du quatschst hier jetzt mit dem? Nee, oder? Geht sie jetzt hin? Oh, Mama Mia, Pia ist auch da. Sehr schön. Meilenstein erreicht. Mit wem quatscht denn die alles? Die muss duschen. Das hat keinen Wert. Heute habe ich kein Glück. Magst du vielleicht mal deine Hände waschen gehen? Eine Dusche hat es ja hier nicht. Okay, Leute. Ich spule mal jetzt ein bisschen vor, lass die mal sich hier sauber machen ein bisschen und dann gehe ich mit ihr, da glaube ich, doch zum Mittagessen. Ich glaube, da tue ich besser dran. Okay, wir sind jetzt in Mount Komorebi und dieses tolle Restaurant hat das Genie gebaut. Wir gehen jetzt um Tisch bitten. Also, beziehungsweise, stopp. Ich schaue mir das mal an. Vielleicht. Da sitzt schon jemand. Dann nehmen wir einfach den und wir werden um den Tisch bitten. Dann gehen wir jetzt mit ihr Mittagessen. Ich glaube, das wird echt viel besser sein, dass wir uns da unterhalten können. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Ja, genau. Geht mal dahin. Wunderbar, perfekt. Du setz dich jetzt hier hin. Sag mal. Und dann wirst du mal für Tisch bestellen. Mal schauen, was da jetzt kommt. Oh Gott, was haben wir denn hier? Saure Punsch. Fruchtbrause. Also saure Punsch nimmt er. Und ich denke, sie nimmt die Fruchtbrause. Vorspeise lassen wir weg. Gehen gleich mal hier zum Hauptgang. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, ist sie Vegetarierin oder nicht? Wenn ich das jetzt wüsste. Grillkäse. Also ich würde mal sagen, Macaroni mit Käse nimmt sie. Ich gehe jetzt mal auf Nummer sicher. Und er nimmt, ja, er nimmt einfach die Ofenkartoffel heute mal. So. Und jetzt versuchen wir das Ganze noch einmal. Tag verschönern. So. Fragen, ob es Single ist. Machen wir nochmal Smalltalk, nochmal kennenlernen. So. Und dann über Interessen reden. Und dann gehen wir mal langsam über, dass wir hier romantisch sind. Mal gucken, ob das dann funktioniert. Zumindest unterhalten sie sich mal ganz nett. Du wirst jetzt nicht aufstehen. Nein. Du bleibst jetzt hier, wirst noch tratschen. Dann, oh, nee, 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 Romantik.
Flirten? Flirten. Floopy. Magst du ihn, ob sie sich drauf einlässt? Das würde mich jetzt sehr interessieren. Und? Aber sie quatschen schon mal, das ist ganz gut. Unser Essen ist da. Oh, das sprudelt aber hier. Oh ja? Oh ja? Oh, was war denn das? Eine neue Interaktion. Ich gebe dir noch mal einen Schubs. Mach mal ein Kompliment über Aussehen und dann gebe ich dir noch einen Schubs und dann... Ein Kuss hauchen. Mal gucken, ob es funktioniert. Okay. Aber sie reden ja schon mal ganz gut. Die Frage ist jetzt, lässt sie sich auf ein oder nicht? Oh ja, sie ist gar nicht abgeneigt. Oh, ui, ui, oh la la. Süße, sitzen. Das ist echt blöd, wenn die ständig aufsteht. Freundlich, Smalltalk. Genau, red mal über den Wind. Von Herzen kommen, das Kompliment machen. Komplimente. Schmeicheln. Was kann man denn noch machen? Nummern austauschen. Okay. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob sie jetzt dann auch mal was alleine machen. Also ich möchte nicht alles vorgeben. Und? Oh, sie scheint nicht abgeneigt zu sein. Okay, sehr schön. Navin! Setz dich hin. Red mit ihr. Könnt ihr jetzt noch quatschen? Jetzt ist er kokett, sie auch, aber das war's dann schon. Nee, wir wollen jetzt auch nicht gestört werden. Oh, echt jetzt? Flirt nochmal. Das ist aber das letzte Mal jetzt. Ihr sollt auch mal was von alleine machen. Hallo? Ja, dreh ihm halt den Rücken zu. Das setzt die neue Art. Okay, zumindest unterhalten die sich jetzt. Ihm hat es jetzt nicht so gefallen, ne? Aber er schaut schon so etwas führerisch an. Oh Gott, ist das nett. Und sie zwinker, zwinker, klimper, klimper. Schön. Es wird, es wird. Oh, das sah gerade gruselig aus. Wo sind denn deine Augen? Oh, Gott sei Dank, sie unterhalten sich. Oh mein Gott. Oh. Oh. Oh, Navin. Was ist denn jetzt los? Er wollte das jetzt gerade gar nicht. Ach Mensch, das hat doch so gut angefangen. Süßer, was machst du denn? Nochmal unterhalten? Ja. Okay. Sehr schön. Das funktioniert schon mal. Komm, noch ein bisschen. Eine halbe Stunde habt ihr noch. Ich denke, wir müssen da echt noch mal irgendwie was ranhängen. Oh, in a Bosch. Mit den drei Damen. Es wird ja echt immer schwerer hier. So viel Urlaubstage hat, kann doch der gar nicht nehmen. Oh je, wie soll man sich denn da entscheiden? Das hat er ja echt großartig gemacht. Da müssen wir gucken, wie die Liebesleiste da bei den Damen aussieht.
Okay, Jungs und Mädels. Jetzt trink mal einen Schluck und du trinkst auch mal. Probier doch du mal mit ihm hier zu flirten. Mal gucken. Wenn er dann das wieder ablehnt, dann ist das halt einfach so. Oh, von ihr will er gar nicht angeflirtet werden. Warum auch immer, gell? Ich weiß nicht warum. Aber nach Kick wühlen. Echt jetzt? Aber eigentlich reden sie ja schon. Also wenn sie sich unterhalten, ist das ja schon mal gut. Aber er will einfach nicht, dass sie ihn anflirtet. Und ich weiß nicht, warum. Ich kann es nicht sagen. Heißer Draht, weil Nummern ausgetauscht hat. Okay. Ah, aber er flirtet. Echt jetzt? Wirklich? Ich wollte ja eigentlich um 18 Uhr das beenden, aber es läuft gerade so gut. Es läuft gerade echt gut. Da kann ich jetzt nicht sagen, okay, ich höre auf. Das heißt, da musste ich mit den anderen Damen dann auch noch ein bisschen abgeben. Oh, durchgestrichen? Heißt das, er möchte Muse für eine Nacht haben, aber kann sie eigentlich gar nicht leiden? Was? Und sie träumt schon davon, mit ihm wegzufahren. Ernsthaft? So, na wie, wie sieht's aus? Schmeckt dein Fruchtpunsch? Okay. Dann bezahl die Rechnung. Zusammen hier hingehen. Also dann gehen wir jetzt mal raus und dann schauen wir mal, was passiert. Ob sie sich noch unterhalten oder wie oder was. Die guckt ihm nach, ernsthaft. Nee, deine Tochter läuft da vorne. Kümmer dich um deine Tochter. Jetzt stehen sie bedeppert da und keiner redet mit dem anderen. Das ist ja aber nicht cool, ne? Er denkt wieder über seinen toten Vater, Bruder nach. Okay, jetzt unterhalten sie sich. Ja, vielleicht wird das ja doch was. Wer weiß. Nein, Navin. Oh, da bitte. Junge, wie läufst denn du rum? Hast du keine Klamotten? Ist ja gruselig. Das ist auch witzig, oder? Vor dem Restaurant. Aber sie unterhalten sich, das ist echt gut. Oh! Du ihn jetzt bezirzt? Oh, jetzt geht ein romantisches Licht an. Eigentlich nicht, eigentlich blendet es ja total. Und? Na? Also hier scheint die Leiste echt hoch zu steigen. Oh mein Gott. Geh aus dem Bild. Also die unterhalten sich gerade echt gut. Die alle gucken so nach dem Motto, ey, könnt ihr nicht woanders hinstehen zum Flirten? Das ist voll nervig, hier mitten im Weg rumzustehen. Sucht euch doch ein Zimmer. Geht nur dran plaudern, aber ich denke, er flirtet mit ihr, oder? Also sie flirtet auf jeden Fall mit ihm. Kinos, wir sollten heimgehen. Die anderen Damen wollen auch die Aufmerksamkeit von Navin. Die finden kein Ende. Das ist unglaublich. Das ist jetzt bis jetzt die einzige Dame, mit der es richtig super gut läuft. Zwar war ab und zu Minus da, aber jetzt geht's. Jetzt setzen die sich da auch noch auf die Bank. Oh mein Gott. Luke. Lenarget maybe, Schwe Bao. Alphanes,
Wenn er jetzt aufsteht, dann reisen wir. Finden kein Ende. Die quatschen und quatschen und quatschen. Nein. Jetzt ist sie schon wieder durchgestrichen. Warum? Ich verstehe das nicht. Okay, jetzt ist er aufgestanden. Wir reisen. Okay, sie sind zurück. Ich lasse Navin jetzt mal reingehen. Er soll sich jetzt mal hier hinsetzen. Und dann redet... Oh, da war jetzt auch eine Liebesleiste. Echt jetzt? Dann unterhalte ich doch mal mit den Damen hier. Setz du dich mal dahin. Dann setz du dich dahin. So, jetzt soll er einfach noch mal mit allen hier ein bisschen plaudern. Genau. Die läuft halt voll mit Unterwäsche rum. Ja, krass. Ach ja, das wird jetzt echt, echt schwierig. Aber eine Dame... Was war denn das jetzt? So, wir haben 23.05 Uhr. Wir schauen jetzt mal rein. Mit Amanda hat er eine Liebesleiste. Da gucken wir, das ist 14. Freund, nochmal, ich schreibe mir das jetzt mal auf. Wo habe ich denn hier meinen Zettel? Amanda, da hat er jetzt Freundschaft 52 und Romantik 14. So, mit Lucy hat er Freundschaft 83 und Romantik 20. Wie auch das immer zustande gekommen ist. Wahrscheinlich in der Zeit, wo ich kurz bei einem Neffen war. Nee, hat er Freundschaft 64 und Romantik 22. Ja, mit Lucy ist zwar die Romantik nicht so hoch, aber dafür die Freundschaft. Mit Amanda ist es am wenigsten. Und somit würde ich dann sagen, ist Amanda leider raus. Deswegen machen wir das jetzt so. Wir sagen jetzt, dass Ney und Lucy eine Rose bekommen. Und Amanda, da wird er jetzt, gibt's das nicht, bitten, nur Freunde zu sein? Ach so, brauchen wir ja gar nicht, weil die Liebesballleiste ist ja eh nicht so. Okay, dann Amanda. Ja, mit der versteht er sich auch gerade gar nicht. So, er sagt jetzt Amanda, wir lassen jetzt ihn mit ihr reden und bitten nur Freunde zu sein. Genau, das machen wir. Amanda, tut mir leid, aber wir sind nur Freunde. Okay. Ja, das ist mir auch viel lieber. So, und somit werde ich jetzt Amanda aus dem Haushalt rauslöschen bzw. umziehen lassen. Amanda, einmal dein Telefon schnappen, Haushalt verlassen und umziehen. Das mache ich jetzt so. Amanda, los. Könntest du mal kurz? Sehr schön. Wunderbar. In Unterwäsche, in der Schlafkleidung. So, jetzt ist sie. Wir geben ihr Geld mit. Sie soll ja jetzt nicht hier ohne Geld dastehen. Und deswegen kriegt sie 15.000 mit. Das war, glaube ich, ein Null zu viel. So. Ja, ich habe jetzt die Amanda hier einziehen lassen. In, ich glaube, das ist Sunset Choir. Und zwar da hinten hat sie ein süßes kleines Häuschen und da bleibt sie jetzt drin und wir gehen jetzt wieder zu Navin.
So, hier ist Navin. Wo sind jetzt die Damen hin? Eine steht da, eine steht da. Ja. Sie will Schach spielen und er auch. Oh, die zwei wollen Schach spielen. Na, das ist ja cool. Die machen schon von alleine. Wunderbar. So. Er hat sich entschieden, dass er hier mit Lucy Schach spielen will. Und mit diesem Bild, ja, das passt ganz gut, beende ich den Part. Ich hoffe, dir hat es wieder gefallen und du schaust auch das nächste Mal rein, weil es sind jetzt nur noch zwei Damen und nächstes Mal entscheidet sich's, welche Dame wohl das Rennen macht, Lucy oder Ney. Da bin ich schon selber gespannt. Ich weiß auch noch nicht, was ich mache, ob ich nochmal mit denen weggehe, vielleicht irgendwie was. Das überlege ich mir dann noch. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn du mir ein Like hinterlässt oder auch ein Abo, falls du noch keins hast. Darüber würde ich mich wirklich sehr freuen. Dann darfst du auch gern unten in der Videobeschreibung reinschauen. Da habe ich ganz viele liebe YouTuber verlinkt von der Sims-YouTuber-Community mit Herz. Auch die machen tolle Let's Plays. Und es lohnt sich, bei Ihnen vorbeizuschauen. Ich wünsche dir jetzt noch schönen Tag, schönen Mittag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge anschaust. Tschüss!